Ein Blattkäfer. Ein Langbeiniger. Ja. Und zwar der blaue Langbeinkäfer. Ja, so lang sind die Beine nicht. Ja, im Vergleich zu anderen schon ein bisschen. Er ist ein kleiner, etwa 6 mm lang. Und er muss viel überlegen. Er gleicht einem Käfer, den wir schon hatten, oder? Ja. Was war das für ein mit den Eierlegen? Ja, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Derjenige, der den Eiballen fortgeworfen hat, oder? Genau, ja. Und er überlegt sich vielleicht, wohin er geworfen wurde. Ah nein, er will neue erstellen lassen. Das war seine Intuition. Ja, aber sie will nicht. Oder er ist einfach ungeschickt. Nein, nein. Er muss zuerst prüfen, was vorne und was hinten ist. Das könnte wichtig sein. Und nein, sie wollte nicht. Das sind Teilzieher. Die starren. Ja, genau, ja. Also Teilzieher, oder? Ja. Kurzzieher oder so etwas, ja. Ja. Sie fliegen also nicht sehr weit weg. Und ein paar von ihnen brüten auch hier, oder? Ja, ca. 140.000. Und hier ist einer im Schlichtkleid. Und hier sind sie im Prachtkleid. Und das sind sehr gesellige Vögel. Sie können auch sehr gut Geräusche imitieren von Geräten oder Leuten oder Vögeln auch. Ja, Handys. Genau. Bei uns hat einer mal früh am Morgen die Storen heraufziehen imitiert. Ja. Wir sind erwacht und hörten das Geräusch, aber die Store war unten. Also wir waren da sehr erstaunt, aber das war so ein Schnarr. Ja, ja. Sie werden ziemlich alt. Das höchstgemessene Alter in der EU ist 22 Jahre und 11 Monate. Ja. Eine Altbekannte. Genau, die Hausfeldwespe. Eine unserer Doku zeigt sie beim Brüten, beim Nestaufbau und Jungenpflege. Ja, das ist in Teil 47. Ja. Und hier haben wir sie draußen in der Weite und sie überlegt. Natürlich gut reinigen für YouTube, ist klar, oder? Ja, genau. Das ist wegen dem roten Teppich und Hollywood. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. War das im Herbst oder im... Könnte sein, vielleicht. Ich glaube im Herbst, ja. Ja, das ist vielleicht eine Königin, die wartet jetzt auf einen Partner. Oder auf das Überwintern, oder? Ja, aber sie werden noch im Herbst befruchtet. Aha. So viel ich weiß. Ja, und hier, wir sagen in Schweizerdeutsch das Blöterle. Ja. Das ist so die kleine Blase, die sie da macht. Das sind Verdauungssäfte, die sie nach oben befördert. Um vermutlich den Saft zu oxidieren. Ich denke, im Magen ist es anaerob, also ohne Sauerstoff. Ja.
Und viele Insekten machen das. Also das habe ich auch schon bei Wanzen gesehen. Und bei Fliegen sieht bei man Fliegen. Es viel, ja. Ja, Bohrfliege, ja. Dass sie den Verdauungssaft nach vorne bringen, nach oben und ihn dann oxidieren lassen. Und wieder schlucken. Und wieder schlucken. Bloß nichts verlieren, gut halten, aber nicht hineinstechen. Eine tolle Aufnahme. Ja, man konnte sie gut filmen, sie war sehr ruhig. Ja, sie wollte unbedingt nach Hollywood. In den heiligen Wald. Ja, und sie hat das lange gemacht. Aber das ist immer noch ein Thema für die Wissenschaft. Sie haben das noch nicht wirklich geklärt. Das Blöderle. Ja. Na gut, dann habe ich es jetzt geklärt. Genau. Magensaft oxidieren. Ah, und sie schaut auch schön in die Kamera. Schau mal, den schwarzen Punkt. Ja, ja, ja. Und hier? Der nächste Schauspieler. Eine Baumwanze. Und der deutsche Name habe ich gefunden, eine Frühlingsbaumwanze. Und sie ist ziemlich häufig. Und weit verbreitet, oder? Das weiß ich nicht. Sie ist ca. 10 mm, habe ich gelesen. Und sie saugen einfach an Pflanzensäften. Aber sonst habe ich nicht viel Informationen gefunden. Aber auch ein sehr feiner Rüssel. Mit dem Rüssel wurde uns ja von der Madame Dolabrata sehr schön gezeigt. Gut gezeigt, der Reichwanze, ja. Ja. Ja, sie nuckelt da ganz zufrieden. Sie haben auch unterschiedliche Färbungen und im Herbst sind sie meistens dunkler gefärbt. Ja, ist das jetzt ein Männchen und ein Weibchen oder sind das zwei unterschiedliche? Ich weiß, ich denke, es sind beides die gleichen. Oben ist eine Lederwanze. Ja. Der Randwanze vermutlich. Ist das gleiche? Ist das gleiche. Sie hat ein Problem mit den Flügeln. Ja, sie wurde beschädigt. Irgendetwas. Was sie da am Blatt saugen möchte, ist unklar. Ich denke, ihr ist es auch nicht so klar. Ich nehme an, ja. Ja, die Flügel sind arg in Mitleidenschaft gezogen. Ja. Ja, das war's. Bis später. Bis dann.